freue mich ganz herzlich, euch zu begrüßen heute Morgen. Wir gehen jetzt zur Jungfernfahrt vom Quintner Weidling. Wir gehen jetzt auf Quinten Schild. Wir freuen uns auf einen wunderschönen Tag. Es hat viele nette Leute hier an Bord vom Alphir. Und ich bin sicher, das kommt gut. Den Rest muss ich jetzt mit dem Guido besprechen, weil er kennt jetzt Details. Jürg, darf ich anfangen? Ja, ist gut. Ja, also, meine lieben Eingeladenen, wir sind im kleinen Kreis hier. Und zwar geht es darum, um die Sponsoren und die Mitarbeitenden. Ich werde euch noch namentlich vorstellen. Und ja, heute nehmen wir den Weidling in Betrieb. Offiziell eine Fahrt, hat mir der Ernst Giger gesagt, der ja das Möbel bearbeitet hat. Wenn ich hier rumschaue, dann ist der Präsident von der Stiftung Quinten lebt hier, der Joel Schmid. Im Wiesenwilder bei mir rechts ist der Stifter von Quinten lebt, Hans-Peter Stüssi. Und er hat mir gesagt, das Projekt sei jetzt abgerundet, ganz in seinem Sinn. Dann ist der Max Bührer in der Nähe. Er vertritt zwei Organisationen, den Sponsor Lions Club Wallensee und den Seerettungsdienst Oberer Wallensee. Wenn ich weitergehe, ist die Kassierin von der Talgemeinschaft, Andrea Büsser, mit ihrem Mann hier. Sie muss finanziell jeweils handeln. Gegenüber sitzt der Jürg Stopp, der Präsident von der Talgemeinschaft des ganzen Land Wallensee. Neben dem bei meiner Partnerin Therese Castelluzzi, dann der Ernst Giger mit dem Käppli als Kapitän der heutigen Fahrten. Am nächsten Tisch ist der Walter Gmür. Er ist der Vertreter vom Rotary Club Bad Ragaz. Auf der anderen Seite Monika Heb, Lendi aus Mols. Sie ist Präsidentin vom Tourismuskreis Wallensee. Als Vertretung vom Schiffsbetrieb Wallensee ist der Betriebsleiter Markus Scherrer, gleichzeitig Vizepräsident von der Ortsgemeinde Quinten anwesend. Und da rechts von mir noch der Gemeindepräsident von Quarten, Erich Zoller. Die Gemeinde Quarten unterstützt ja das Projekt jährlich auch mit einem kleineren Beitrag als Schifffahrtsmuseum. Dann zum Thema als solches. Es ist eine Art Zweiteilsprojekt. Ich habe es schon etwas angetönt. Schifffahrtszimmer im Mesmerhäuschen Quinten. Das ist seit 2018 im Betrieb. Und dann das zweite Projekt wäre eben die Restauration von dem Quinten Weidling. Realisiert jetzt 2023. Im Schifffahrtszimmer in Quinten sind Originalgegenstände aus der Zeit vom Weidlingsbau, also Ruder, Segel und so, hat es dort gesehen, dann auch Fotos. Es sind Kopien dort von Bildern, von der Dampfschifffahrt bis zur heutigen Schifffahrt. Dann darf ich vielleicht noch darauf hinweisen, auf das Buch, das vor einem Jahr rausgekommen ist. Da drin ist auch ein Kapitel enthalten über die Quinten Weidling. Die Quinten Weidling sind ja so ein Alltags- und Allzweckschiff für Quinten. Heute hat es noch wenige Exemplare, die benutzt werden. Und wenn man es Mesmerhäuschen besuchen will, dann sollte man sich im Restaurant Schifflände melden. Die haben den Schlüssel dazu. Oder bei mir. Dann der Weidling, der jetzt zur Diskussion steht. Restauriert hat ihn der Ernst Giger, Schreinermeister in Unterterzen. Natürlich auch ja, sehr bewandert mit dem See, mit der Schifffahrt auf dem See. Er hat schon mehr so Zauberkünste veranstaltet, dass Schiffe wieder gefahren sind, vor allem Holzschiffe. Der Weidling selber war schon mal in Quinten. Es war eine Schenkung quasi an mich oder an die Altgemeinschaft von der Familie Zimmerli hier im Schild. Die haben sich auch entschuldigt und bitte geäussert, dass sie dann irgendwann einmal, wenn der im Betrieb ist, einmal dürfen mit dem Umfahren auf dem See, wenn möglich mit dem Stehruder. Der Weidling selber, und wir sind am Ort vom Entstehen von dem Weidling, ist 1951 vom Fritz Walser geschaffen worden. Der Fritz Walser, der sogenannte oder bekannte Schiffmecherli. Quinten Weidling ist ein typisches Schiff, das vorne dran den hochgezogenen Bug hat. Und ich habe schon gesagt, Allzweck, Alltagsschiff für praktisch jede Quintner Familie. Jede Quintner Familie hat ihr Boot früher
mit entsprechenden Farben angemalt, dass wir sofort von weitem gewissen, das sind Walses vom Gräppli oder das sind die Janser von der Au. Einfach so. Die Stationierung des Schiffs wird hier in Quintenschild sein. Es hat eine Nummer, St. Gallen 167, ist 6,50 m lang, 1,77 m breit und 57 cm hoch. Das Gewicht hat man der Ernst angegeben mit 420 Kilo. Ursprünglich war das Schiff mit einem Penta-Dieselmotor ausgerüstet. Und heute, Novum auf dem Wallensee, fährt es dann mit einem Elektromotor. Dank der Stiftung Quinten lebt oder Hans-Peter Stüssi. Ich glaube, wir sind da jetzt doch auch ins heutige Zeitalter eingekehrt. Danke vielmals. Der Standort, wie erwähnt, hier im überdachten Hafen von Quintenschild. Die ganz ursprüngliche Idee war, dass man den Weidling irgendwann einmal im Dorf vorne ausstellen wollte, zwischen zwei Ruhebänken. Und dort war einfach ein jahrzehntelanger Scheiterbeig im Weg vom Privaten. Aber ich meine, es sei jetzt die bessere Lösung. Das Schiff, das jetzt quasi noch in meinem Besitz ist, pro forma, wird an die Stiftung Quinten lebt übergehen und sie werden dann in Zukunft verantwortlich sein für die Betreuung des Schiffs, für das Handling, für Rundfahrten. Der Joel wird uns dann noch in dieser Hinsicht informieren. Vielen herzlichen Dank. Ja, gern geschehen. Ich freue mich. Also das Schiff heisst Benedicta. Benedicta war die Frau vom Erbauer von dem Schiff, vom Schiffmecherli, da im Schild. Und in Ehre von dieser Frau, die ja auch mit mir arbeiten mit dem Schiffsbetrieb oder dieser Schiffsmacherei, haben wir jetzt das so getauft. Guido, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Und eine wunderschöne Hommage an Benedicta, Frau vom Schiffsmecherli. Danke. Ich habe heute das Privileg, den Weidling in Empfang nehmen für die Stiftung. Und ich möchte allen recht herzlich danken sagen, die das Projekt unterstützt haben. Viele Leute, private Organisationen, politische Organisationen, Vereine, haben das Ganze möglich gemacht. Es ist wunderschön, alles im Leben baut auf Geschichte auf. Blick zurück. Der Weidling ist wieder da, daheim. Er ist einmal hier gebaut worden, hier im Schild. Und für uns aus der Stiftung Quinten lebt, ist das ganz wichtig, dass wir den Weidling wieder da haben. Wir haben dem Weidling auch einen Zweck zugeordnet. Wir haben in der Stiftung das Projekt Letzter Hafen. Das ist ein Friedhof für Quintner. Und schon in der Bundesverfassung sagt man, dass jeder Bürger ein schickliches Begräbnis zu gut hat. Und ein schickliches Begräbnis in Quinten ist, wenn man auch den Quintner Weidling hier als Schiff einsetzen darf, um mit einer Urne zum Beispiel von Quinten dann in den letzten Hafen hineinzufahren. Ich denke, das ist eine wunderschöne Sache. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass der Weidling sicher auch für interessierte Kreise soll zur Verfügung stehen, dass man den im Einsatz kann brauchen kann. Im Einsatz heisst heute, die Leute, die Stehruder fahren können, dürfen das gerne probieren. Er ist aber auch ausgerüstet mit einem Elektromotor. Okay.
Schicken wir das die nächste. Merci.